Unsere Bundesregierung plant die lückenlose Überwachung aller Menschen in Österreich. Bald wirst du dich nicht mehr unbeobachtet im öffentlichen Raum bewegen können, da Videoüberwachung vernetzt wird und die Bilder im Innenministerium ausgewertet werden. Bald wirst du nicht mehr mit dem Auto fahren können, ohne von Systemen für Kennzeichenerfassung überwacht zu werden. Bald wirst du nicht mehr anonym kommunizieren und auch keine Bus- oder Zugtickets kaufen können, ohne deinen Ausweis herzuzeigen. Das ist ein Frontalangriff auf unsere Freiheit und Demokratie. Es gibt keine Belege dafür, dass das Überwachungspaket unser Land sicherer machen wird. Wir müssen Regierungspolitiker und Abgeordnete jetzt überzeugen, es zu stoppen. Mit unserer Telefonhotline geht das ganz einfach. Österreichisches Parlament, herzlich willkommen. Die nächste Freileitung gehört Ihnen. Parlament Wien, Vermittlung, guten Tag. Ja, grüß Gott, Thomas Lohninger, mein Name. Ich würde gerne mit der Frau Parlamentspräsidentin Doris Burs sprechen. Wunderschönen guten Nachmittag, mein Name ist Butcher. Ich hätte gerne mit der Frau Duster gesprochen, bitte. Worum geht's denn? Mein Anliegen wäre das geplante Überwachungspaket im neuen Regierungsübereinkommen. Da drin ist ja eine Menge an neuen Überwachungsbefugnissen, die kommen soll, wie zum Beispiel die Kennzeichenerfassung, flächendeckende vernetzte Videoüberwachung, Ausweispflicht bei Zug- und Bustickets. Und da sind einige Dinge drinnen, die wirklich, glaube ich, nicht noch auf dem Boden der Verfassung und mit unseren Grundrechten vereinbar sind. Und da wollte ich einfach mal die Meinung von der zweitwichtigsten Frau in dem Land. Ja, ich würde darum bitten. Ich fürchte, das ist ein bisschen schwierig momentan, ehrlich gesagt, aber darf ich Sie bitten, einfach eine E-Mail zu schicken? Jetzt abgesehen davon, dass die Staatssekretärin nicht wirklich mit dem Paket jetzt betraut ist. Nein, sie ist Staatssekretärin. Für digitale Agenten, genau. Nicht im Parlament und nicht abstimmungsberechtigt. Genau, aber Teile vom Überwachungspaket fallen definitiv in ihre Agenten und deswegen ist wichtig, dass sie sich auch damit beschäftigt. Nein, ich verstehe das auch und ich würde Sie deswegen bitten, mir ein kurzes E-Mail zu schicken und vielleicht können Sie das dort Ausdruck verleihen und ich werde es auf jeden Fall ihr weitergeben. Ist okay. Ich gebe das unserem zuständigen Referenten weiter und er soll sie zurückrufen. Ich kann es noch nicht versprechen, ob es heute noch sein wird. Ist das ein großes Problem? Vielleicht, wenn er sich bei mir nächste Woche melden könnte, wäre das ausreichend. Ja, das ist eigentlich eine gute Reaktion. Also wir haben jetzt im Büro von Doris Burs angerufen, natürlich nur mit einer Mitarbeiterin von ihr gesprochen, aber die hat sich mal irgendwie angehört, was wir zu sagen hatten und hat sich mal gemerkt, dass wir dieses Thema wichtig finden. Und dann hat sie uns auch noch einen Rückruf versprochen von dem thematisch Zuständigen. Oft haben Abgeordnete in ihrem Team eine Person, die sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und wenn man mit der wirklich in ein inhaltliches Gespräch kommt, wenn die Person, die zuständig ist, merkt, aha, da interessiert sich jemand und vielleicht hat er auch noch gute Argumente, dann hilft das schon enorm. Und damit merken die Abgeordneten auch, dass das Thema wichtig ist. Gemeinsam können wir das Überwachungspaket stoppen. Ruf unsere Hotline an und lass dich mit deinen Abgeordneten verbinden. 0043 27 20 50 88. Mehr Informationen findest du im Internet unter www.überwachungspaket.at.